Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hasefeld, unserem Chantier-Projekt. So, muss mal kurz gucken, hatte ich mir schon die neue Sämaschine gekauft oder ne, Alzheimer lässt grüßen. Wo haben wir die hier? Saattechnik? Quatsch. Sauf ich heute wieder. Ja, die ist da. Da kann die andere fort. Gutmut. So, brauchen wir mal einen Schlepper. Nehmen wir dich, du sitzt gut. Bum, 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 bum. So, 20 haben wir noch. Mal gucken, was wir für die alte Seehaspel kriegen. So, wo haben wir sie? Hier haben wir sie, den alten Stuhl. So brauche ich doch dann jetzt kein Dingsbums mehr. So. Gas geben und Schwung. Das hält sich schon leider raus, oder? Okay, ja. Ne, geht nicht raus. Schade, 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 das geht irgendwie, ist das bei der Sämaschine nicht verbaut oder irgendwie wird es die ganze unterstützt, sagen wir mal so. Egal. Vollgas voraus. So, jetzt mal gucken, ob einer guckt. Sachte hier rumschnipsen. Bis jetzt guckt keiner. Bin schneller wie du. Boah, oder nicht? Morgen, morgen knapp schneller, yeah. So. Aber hier, komm rum. So. Zum Glück haben die Laternen sich Kolli rausgenommen für die etwas breiteren Maschinen. Bei der schmalen Straße. Das wäre natürlich ein wenig kontraproduktiv, sag ich mal. Ich muss die Maschine jetzt noch mal umfärben. So. Ne, den wollen wir nicht. Wir wollen das Ding verkaufen. Jawohl. Okay. Was mit 800 gab es für den Stuhl? Ja, wenig. So runtergewirtschaftet gewesen. Okay, du den. Und ich klappe die Maus und gucken, wie das wirkt mit dem Grün und dem Rot. So, ganz kurz. Ob das so geht oder ob das nicht so geht. Ne, das wirkt nie. Ne, das wirkt nie. Okay, färb's nochmal um. Ich färb's nochmal um. Das sieht irgendwie ein bisschen bescheiden aus. Das muss ich mir nochmal ansetzen beim Färben. Dass ich die Trittflächen um mit reinkriege. In den Farbintervall des Dingsbums. So, dann machen wir das in Road. So, konfigurieren. Lass mal so, passt das. Und
Ja, wieder mal durch, ja, Mensch, Meier. So, Saatgut und alles voll und ja, auch noch immer Ding ist auch nicht schlecht. So, da haben wir mal. Was haben wir hier so alles dran? Okay, das sind ja Saatgut brauche ich jetzt. Big Packs, ein kleines Haufen. Und Saatgut, ein großes Haufen. Jawohl. So, mal zumachen. So, hier haben wir noch ein bisschen Dümmerli. Bilden Kalk. Aber ich drehe mal rum. Wir drehen mal ganz kurz hier rum auf der Wiese. Weil irgendwie will er gerade nicht auffüllen. Wo es aber hier stand, ging das. Jetzt. Okay, brauchen wir noch einen kleinen Dünger. So. Haben wir jetzt voll gemacht, Körper zusammen. Und jetzt geht's ab zum Hof. So, Dilly. Starten wir durch. Heute gefällt es mir doch noch am besten. Muss man mal ransetzen und gucken, wie die Trittbretter und sowas heißen. Habe ich ein bisschen mehr Erfahrung Sachen Farbwallmodding. Das war meine erste Farbwallmod. Wie wir den Spaß mitfärben können. Müssten wir uns noch mal ansetzen, ein bisschen. Aber egal. Brauchen wir bloß eine Matte mit Erweiterung. So, haben wir unsere neue Sämaschine, die wir uns eisern erspart und erwirtschaftet haben. Haben wir jetzt am Mann. So, als nächstes würde ich sagen, sparen wir jetzt auf dieses Feld hier nebenan. Auf dieses 2 oder Feld 3, das ist eine Wiese. Stroh haben wir ja eigentlich genug.
Was für die Gelbrenner sind auch gediegen, aber das gefällt mir auch. Schick, schick. Das gefällt mir auch. So. Jetzt können wir gleich nochmal gucken, was hier neben der 2 und das Ding neben der 3 ist ja Wiese drauf sein, also Gras. So, und stopp. Gehen wir gleich mal gucken. So. Klicken wir mal drauf. Feld 3 kostet mich 126.000, das kostet mich 176.000. Also würde ich erstmal sagen, das hier. Schnipsen wir mal ganz kurz hin. Das müsste ja Wiese sein, das ist jetzt hier raus. Hier rum. Und da. Gras, jawohl, Fruchtort Gras, erntereif. Und das ist hier schickes drauf. Bauland. Okidoki. Was haben wir denn an Missionen, damit wir die Zeit überbrücken können? Feld 16 Gruppen? Nehmen wir an, Geräte haben wir da. Nehmen wir den 6R oder nehmen wir den. Die werden wir aber umkonfigurieren. Den 6M. Dann werde ich mal ganz kurz ein bisschen umschnipseln, bevor es ans Grubbern geht. Ich will da vorne noch was umtüdeln. Der kann ja eh nicht vorne dranhängen. Weil wie groß ist so. Es ist so eine geile Begründung, aber ist wirklich so. So. Konfigurieren. Nee, Standard. Frontlicht 500 Maximum. Würde ich sagen, Maximum, ja. Motor. Nee, Mono, lass mal schmal. Okay. So, jetzt haben wir uns den Körper, jetzt haben wir vorne ein bisschen Gewicht hier, kann man bisschen stärkere Maschinen ziehen. Also Körper und sowas. So, Feld 16 ist jetzt gleich unten das. Let's go. So, 15 ist hier, genau. Fangen wir schon mal an, ein Bild zu ziehen hier. Das sogenannte Vorgewende.
Die Textur gefällt mir schön, der vom grob gekrobberten. So, ja, okay. Yep. Aber ein Glück schon, schön speichern sind, egal. So. So, Switch S, zack, 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 passt, zurück. So, jetzt vorne runter Freestyle. So, das war Runde Freestyle. Jetzt kämpfen wir, aber schafft's schön hoch. So. Geht ja ganz gut voran hier. Muss ich mal so sagen. Gibt ein bisschen Kohle, um den Kontostand aufzufrischen wieder. Denn wir brauchen 126.000 im ersten Monat die Wiese zu holen. Für dann eventuell einen Stall. Bin ich noch ein wenig unentschlossen, was ich mir für einen Stall hole. Meine Produktionen sind ja hier keine drauf. Noch nicht. Wir wissen nicht, was die weiteren Map-Updates bringen. Weil in Sachen Produktion, das fängt da ja jetzt erst langsam an. Nur so alle mitbekommen. Weil die Skripte dahinter gestiegen sind, wie sie was umsetzen. Daher werden wir sehen, wie die Synchronisation auf den Maps jetzt so funktioniert. Können wir uns eigentlich großteils nur überraschen lassen, was anderes bleibt uns dann halt nichts übrig. So, ich sagen zwei Bahnen machen wir noch hier Freestyle technisch. Dann müssten wir, noch zwei Bahnen haben wir auf jeden Fall, die Länge vom Schlepper und den Grubber, vom kompletten Gespannwerk machen wir so, wie wir dann hier bis zur Feldkante haben.
So, das werden wir erst in der nächsten Folge weitermachen, denn wir sind schon wieder am Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.